Ja, moin moin. Also hier ist gerade der B33 rausfahren. Ich bin hier gerade in Krefeld. Ich wohne ja nicht weit von hier, also vom Hauptbahnhof. Also hier ist nichts Besonderes. Hier fährt nichts Besonderes. Aber wenn ich jetzt in Richtung Köln, ich fahre jetzt Richtung Köln mit dem A7. Moment. Gleis 5 Einfahrt RE7 nach Rheinitz über Neuss. Abfahrt 5:35 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Wer die Ansage haben will, kann sie gerne rausschneiden und kann sie als Audio irgendwie über Umwege, der mich jeder, jemand, der mich kennt oder über Instagram irgendwie sowas um mich schicken. Da hat dann auch das Recht, das auch zu nutzen, diese Audio, wenn er die Ansage irgendwie nutzen möchte. Nur vorab gesagt, ich habe nicht so das Können mit den Ansagen noch oder sowas, also das rauszuschneiden. Also es geht auf jeden Fall nach Köln jetzt mit dem A7. Dann warte ich da dort. Ich muss noch was erledigen, weil ich die Tage noch ein Problem hatte mit der DB. Und da muss ich mal. Da ist es gut, dass wir dann 6:20 Uhr schon haben. In Köln müsste das Reisezentrum schon aufhaben. Und ich habe mich da mit der Zeit verkalkuliert. Ich dachte, dass da um 6:52 Uhr fährt der N-Wagen, also der Ersatzzug. Ich hoffe, dass er überhaupt fährt. Ich muss mich aber beeilen ein bisschen, weil wenn der jetzt gleich kommt, dann will ich auch eigentlich einsteigen. Teilweise schon. Und so wie ich dann gesehen habe, fährt er doch dann 7:52 Uhr. Und ich versuche jetzt die Zeit zu schinden dann einfach in Köln. Warum hat jetzt der 7 auf dem Gleis? Hä? Lol. Muss man nicht verstehen. Ich bin halt ein Güterzug. Ja, soll ich umso schneller machen, weil das ist nicht dann witzig, wenn der Zug hier durchfährt. Ich werde das da zusammenschneiden. Vielleicht die Leute, die können mir ja mal vielleicht sowas in die Kommentare schreiben, wie das halt ist und so. Und jo. Jo, wir wissen das alle. Um diese Uhrzeit schon damit nerven, das ist sehr gefährlich. Für einige Leute. Ja, ist natürlich ein kleiner Joke, aber ja. Worauf war ich gestiegen? Genau, die Leute, die halt können mir ja verschreiben, was ich besser machen kann. Ich habe leider noch keinen Cutter. Deswegen, also ich kann das noch nicht sehr, ich kann das versuchen selber noch zu cutten alles, also nicht, also zusammenzufügen halt muss ich das ja. Ich habe halt kein Android, wo man halt den Luxus hat mit dem Pause und dem Pause-Knopf. Aber ich guck mal, ob es in App Store sowas auch gibt. Vielleicht, wo man eine Pause drücken kann und dann einfach weitermachen kann. So wie wenn man gerade umsteigen muss, weil man den Zug so fast verpasst und ist halt sonst ist halt sonst doof, weißt du. Ich würde es ja mit einer normalen Kamera machen, aber ich habe keine. Mir ist die halt damals ersoffen. Boah, der Typ, der nervt mich, ne? Der hat Hummeln im Hintern. Ey, das stört mich. Um diese Uhrzeit, ey, wir haben, 20 nach 5 gleich, ja. Und um diese Uhrzeit schon Hummeln im Hintern oder was? Gott, 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 ey. Ja, auf jeden Fall, ich werde ein bisschen N-Wagen-Tour heute machen hier in NRW. Also im Köln-Bereich. Und vielleicht werde ich kurz bis ins Troisdorf 420 fahren. Werde aber Troisdorf dann auch schnellstmöglich wieder nach Hause fahren. Ja, vielleicht schnellstmöglich, aber ich werde dann wahrscheinlich bei der Flughafenschleife nochmal fahren. Weil das ist erstens die bessere Verbindung für mich. Muss ich mit weniger warten in Deutz oder am Hauptbahnhof. Und zweitens, ich fahre mal am Flughafen und ja. Ist auch immer schön, wenn man fährt. Vielleicht erwische ich eine 420, dann fahre ich halber Port, aber ja. Ja, ich werde dieses Video, also das Video, was jetzt gerade links, das ist der Cut, werde ich jetzt hier sitzen. Und ich werde machen, gucken, was ich machen kann, weil ich bin halt auch nicht sehr gut dann drin, was zusammenfügen steht. Ich hoffe, mein Laptop nimmt das später auch an. Und ja, also. Achso, was ich noch gesagt haben wollte, also das ist jetzt nicht sowas, also ich werde es damit auch nicht weiter auch machen, sowas wie, ja, lasst ein Like da oder sowas. Ich will halt bloß nur wissen, ob das jetzt so einigermaßen gut okay ist. Es ist eigentlich dunkler, als das man hier so sieht, ne? Also das Cargo-Shirt ist noch so ein bisschen so dunkler, so immer so 2 Stufen dunkler, kann man sagen. So. Es ist halt, liegt halt am Handy. Das ist halt sehr gut für Nachtaufnahmen und sowas. Also. Ja, es ist ja ist auch gleich 5 Uhr, es wird auch eigentlich gleich hell. Also ich glaube, wenn ich in Dormagen bin, ist es dann auch hell oder heller.
Ja, ich wende dann jetzt hier mal. Ich cut das jetzt mal hier. Jo, also ich bin jetzt im E7 schon bei Dormagen, also schon Köln. Also Dormagen-Schirmberg hier gerade. Und ich hoffe, ich verstehe mich überhaupt. Ich muss es anhören. Wenn man jetzt mich nicht hört, dann habe ich es verkackt. Keine Ahnung, ich muss das gerade, das Mikro gerade in die Maske tun, weil ich kann ja nicht im Zug ohne Maske rum kurz reden, ne? Ist ja auch nicht so ganz egal. Boah, mein Finger, ne? Ist gerade weg gewesen, sorry. Aber hier ist ein bisschen so Fahrt. Ich hätte länger aufgenommen, aber ich habe eben die Fahrt verkackt, weil mir das Handy fast runtergeflogen ist. Das sage ich dazu nur, das lasse ich unkommentiert.